Und dann sieht man, dass man auch nichts sieht. Aber wenn wir da jetzt im Nebel stehen, es wird wahrscheinlich in ein paar Stunden doch sonnig sein, da so lange werden wir nicht warten. Hier fehlt Entscheidendes, nämlich fehlt da oben der Hinweis darauf, dass es da oben über den Welterbesteig geht. Hallo und Grüße aus Dürnstein. Ich bin Flatterbeier und heute geht's auf die zweite Etappe vom Welterbesteig Wachau. Ja, und bevor wir da in Dürnstein nicht mehr allein sind, was jederzeit passieren kann, nehme ich euch einfach mit. Weil Dürnstein hat man nämlich normalerweise niemals für sich allein. Das geht wirklich nur um 7 in der Früh. Wir haben das vermieden, indem wir sehr früh hergekommen sind. Und auch sehr früh losgehen. Und wir gehen auch gar nicht lang durch Dürnstein, denn wir gehen nach dem Kremsertor in wenigen Schritten eigentlich schon da hinauf in Richtung der Ruine. Schwierige Variante Eselsteig, schau. Schwierigkeitsangabe, das ist für Leute, die mit Stufenrufzeichen schon sehr gefordert sind. Klar, also da gibt es sicher auch Touristen, die jetzt mit Badesandalen herauf wollen. Und dann ist diese Art von Weg vielleicht ein Problem. Für den normalen Wanderer ist das natürlich keine Herausforderung. Betreten des gesamten Ruinenareals auf eigene Gefahr. Es lohnt sich auch, die Ruine zu betreten, denn wenn es halt gerade vernebelt ist, gibt es da schöne Aussichten. Ja, wir müssen uns mit den lokalen Aussichten zufrieden geben. Da sind wir in einem Vorhof, die tatsächliche Festung da oben, die ist noch etwas höher. Die Aussicht auf mystische Nebelstimmung. Da sieht man ein bisschen mehr von der Ruine, die da oben auch schon ihren höchsten Punkt erreicht. Fesselhütte Starenbergwarte in einer Stunde. Na bitte. Man hat auch hier wie auf der letzten Etappe noch diesen Weg fortgesetzt und hat da die entsprechenden Informationstafeln. Das ist ganz nett gemacht, wenn man wegen derer da heraufsteigt. Da hat man ein bisschen ein Erlebnis und ein bisschen einen Hintergrund. Wenn man seinen Beitrag leisten will, hier einmünzen. Ansonsten diesem Weg da folgen. Und hat das da schön hergerichtet und greifbar gemacht. Wer mag, kann da mal auf Pause drücken und die Geschichte lesen. Vorlesen wäre das jetzt nicht. Normalerweise wegen der Aussicht lohnend. Da bei der Mauer kann man relativ rasch ziemlich weit runterfallen. Dafür in die andere Richtung, was die Ruine betrifft, trotzdem ganz nett, gell? Na gut, dann wagen wir uns dann ein bisschen weiter hinauf, wenn wir diese stolze Festung schon mal besuchen. Da drinnen ist es ziemlich finster. Ein Felsverlies. Jedenfalls jetzt, wo es ein Gitter gibt. War kaum unschwierig, bis ganz herauf aufsteigen.
Und dann sieht man, dass man auch nichts sieht. Ja, das schaut so aus, als ob wir da in den Resten von der Kapelle sind. Da gibt es auf den Mauern noch Reste von Fresken. Da haben wir ein kleines Dach installiert, um das Mauerwerk vom weiteren Verfall zu schützen. Und man kann da einen alternativen Abstiegsweg gehen. Also das Erkunden der Ruine Dürnstein lohnt sich. Und erfordert halt ein bisschen Zusatzzeit davon, von so 10-20 Minuten, je nachdem wie viel man halt sehen und fotografieren will. Der Weg tut sich da jetzt natürlich schwer mit der spektakulären Ruine mitzuhalten. Dafür ist er aber nicht mehr so steil wie vorher. Und ein bisschen was sieht man schon davon, dass man da jetzt in einer Ruine gewesen ist. Diesen Abschnitt kann man so richtig genießen, und dann, wenn es mal keine Ausblicke tief da hingeht, diese Felsszenerie und der schöne Wald und die besondere Vegetation, das hat schon was, ne? Also die Eiche da hat nichts unversucht gelassen, hat ein Looping gemacht, damit sie weiter wachsen kann und ist auch fruchtbar. Ah, das ist doch schon ein schöner Platz, gell? Ja. Es ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Ja, es ist auch Latschenwuchs zu sehen, obwohl das vermutlich eine ganz normale Waldkiefer ist. So, und dieser Weggabelung nicht täuschen lassen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine richtige, das ist die rechte, und eine falsche. Beide gingen zur Fesselhütte. Und ich habe vor allem beide Schilder angeschaut und leider kein Welterbesteigschild gesehen. Also zum Beweis, da unten der Fleck da, das war einmal das Welterbesteig-Symbol. Arg spät sichtbar, wie es denn eigentlich gemeint wäre. Der Führer beschreibt es als zwei Kehren bergauf, und die zwei Kehren muss man auch wirklich gehen. Dann kommt man zu diesen Welterbesteigschildern da. Die hätten sich echt eine prominentere Platzierung verdient. Jede Menge kleine Triebe auf den Ästen. Ja. Das ist lustig, gell? Ja.
Wir gelangen zur Starenbergwarte. Und den Vorteil, dass wir vorhin Türenstein für uns im Nebel allein gehabt haben, erkaufen wir uns jetzt mit dem Nachteil, dass wir die Starenbergwarte im Nebel auch für uns allein haben. Hoffen wäre sie aber. Na, schauen wir einmal. So da, ja. Die Starenbergwarte. Leider im Nebel. Bitte eine schöne Rundumschau. In dem Fall sehen wir halt nur die goldenen Herbstfarben. Aber da jetzt im Nebel stehen, es wird wahrscheinlich in ein paar Stunden doch sonnig sein, da so lange werden wir nicht warten. Ich werde euch eine Infokarte einblenden von einem lieben Kollegen auf YouTube, dem Jochen Bergwechsel-Kramer, den ich an der Stelle herzlich grüßen mag. Der hat wunderbare Impressionen von der Starenbergwarte eingefangen in einem seiner Videos. Und das werde ich euch verlinken. Ja, hungern muss man auf der Starenbergwarte nicht. Und erst recht nicht hungern muss man, wenn man jetzt in wenigen Minuten dann zur Fesselhütte absteigt. Ja, wir erreichen die Fesselhütte. Die schaut noch sehr zu aus. Und auch die Dürnsteiner Kanzel könnte man von da aus besuchen. Das lassen wir aber aus. Zu früh, von 9.30 Uhr bis 18 Uhr wäre geöffnet. Wir sind in Dürnstein losgegangen, über die Ruine Dürnstein. Und die Starenbergwarte zur Fesselhütte. Dürnstein, Jägerberg, Senftenberg, Scheibenhof, da geht's überall hin. Welterbesteig, Wachau. Hm? Vogelbergsteig, 452 Meter Seehöhe. Da gibt es jetzt einen Abstecher zur Dürnsteiner Kanzel, den wir auslassen in 10 Minuten. Ja. Und wir kehren Weißenkirchen Marktplatz, wie du richtig bemerkt hast. Ja. Heißt also in Richtung Jägerberg. Pfaffental zum Höhenweg nach Weißenkirchen. Ne? Warum es zum Höhenweg eigentlich runtergeht, hast du das schon da geschaut? Das wird leicht verständlich. Na gut, wir werden dieses Mysterium aufklären, demnächst auf diesem Kanal. Ja, der Wegweiser lässt uns rätseln. Weil da hinüber, na, da hinüber geht nichts. Ne? Da, ja, das ist das, wo wir herkommen. Also streng genommen kann es laut dem ausgetretenen Weg nur da in den Graben hinunter weitergehen. So, wir kommen aus dem finsteren Graben heraus und sind Welterbesteiger, also wir waren richtig. Pfaffental Ost, 419 Meter. Welterbesteig. Das ist wieder ein Hut. Ja, eine sehr verwirrende Gegend, gell? Was dieser Weg auch hat, ist ein ständiges Auf und Ab. Und das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man die Gesamtlänge der Etappen in Betracht zieht. Ja, noch eine Abzweigung ins Pfaffental, diesmal West. Pfaffental West in 360 Meter Seehöhe. Das glaube ich nicht, dass wir da auf 360 sind. Das halte ich für übertrieben.
Ja, warte ein bisschen. Ich werde dir helfen. Der Stock ist zu groß für einen Bello. Ja. Muss nicht sein, ne? Da liegen, ja. Ja, wenn man da jetzt in dem Abschnitt überwiegend auf Fahrstraße unterwegs ist, so uninteressant ist er gar nicht. Man muss halt nur einen Blick dafür haben, dass es noch ein bisschen was zum Sehen gibt. Man hätte da an und für sich von der Fahrstraße zum Teil eine schöne Aussicht. Ja, das ist natürlich derzeit bei dem Wetter noch nichts, aber wir haben ja eine gute Chance. Es ist ja erst knapp nach 10. Ne? Ja, Schildhütten, Wein, gut Pommersl, 1,5 Stunden. So, wir haben da ein kleines Näschen erreicht und auf diesem Näschen hat man einmal auf einem Stein eine Gelegenheit, sich hinzusetzen. Man darf sehr bemängeln, dass dieser Wachauer Höhenweg bzw. eben in dem Abschnitt auch der Welterbesteig einen ziemlichen Mangel an Sitzgelegenheiten hat. Ja, nach einem Müsliriegel und Schokogelage geht es jetzt weiter entlang der Südabhängig vom Sandl. Viel gibt es da leider nicht zu sehen, außer mystischer Nebelstimmung. Das wäre da eigentlich eine total hübsche Gegend. Schaut sehr hübsch aus. Kriegt man leider alles nichts davon zu sehen. Das ist gemein, gell? Und da geht es in die eine Richtung nach Stixendorf. Da wollen wir nicht hin. Und in die andere Richtung geht es nach Weißenkirchen. Da wollen wir sehr wohl hin. Und ins Tiefental geht's da auch. Abstieg ins Tiefental angeschrieben. Aber da haben wir nur grün. Gell? Vom Abstieg ins Tiefental darf man sich aber nicht verleiten lassen. Geht es ja wohl immer noch weiter auf der Freistraße dahin. Die Markierungen sind nur ein bisschen verspätet. Wer unsere vorherige Rastgelegenheit verpasst hätte, der hätte da auf dem Felsen Gelegenheit, dass er sich hinsetzt. Das ist fast schon fragwürdig, denn unser Abstieg in Richtung von Pommersl, einem beliebten Heurigen und Weingut, beginnt eigentlich demnächst und wir fahren vielleicht nur 30 Minuten von dem entfernt. So, hier fehlt Entscheidendes, nämlich fehlt da oben der Hinweis darauf, dass es da aber über den Welterbesteig gehen würde. Welterbesteig ist allerdings aus der anderen Richtung markiert, das hat dann schon stutzig werden lassen. Wir wollen zwar nach Weißenkirchen, aber nicht über das Cholera-Kreuz, sondern wir wollen eben über Schildhütten und das Weingut Pommersl. Du musst aufpassen, da ist wirklich rutschig. Wanderstöcke von Vorteil auf diesem Abschnitt, eindeutig. Untergrund weg, kein Hindernis. Da macht man halt einfach schräge Wurzeln um und geht schon, oder?
Ja, schau da, wenn du wissen willst, wie ein Baum unter der Erde ausschaut, da hast du Gelegenheit dazu. Es schaut da von der Wuchsform her verdächtig nach Eibe aus. Hm? Stamm anschauen. Das dürfte der Garteneibe sein oder ausgewilderte. Hm? Da ist der Baumachl schon immer mehr weit. Blätter gibt es da fast keine mehr, Früchte gibt es da jede Menge. Schildhütten, Weingut Baumachl 347 und Weißenkirchen Marktplatz in 1,5 Stunden. Na, hervorragend, oder? Gut kenntlich gemacht durch diesen gelben Wegweiser. Den zweiten muss man sich dann nämlich suchen. Steinmauer von einem alten Weingarten, da gibt es aber nichts mehr oben. Da ist aus mit Wein. Und da sind wir dann plötzlich doch noch mitten im Weinberg. Sind auch Südhänge. Schau, und jetzt hat man endlich einmal einen Blick auf die Donau. Das ist das erste Rastbankerl auf der zweiten Etappe des Welterbe-Stärksbachau. Viel ist nicht, aber man kann sitzen. Reste von ehemaligen Weinterrassen mitten im Wald. Diese Steinmauern haben sie gehalten da. Scheiß Seilversicherung. Alpiner Abschnitt. Das ist ein Land der Spätaufsteher offensichtlich. Die Österreicher, die kommen alle erst aus ihren Löchern, waren wir schon wieder mit der Tour fast fertig sind. Jetzt auf einmal ist der Abschnitt gar nicht einsam. Also ein Steigerl noch einmal ein richtiges. Mit einer Felsszenerie. Schon. Und sogar noch einmal an einer versicherten Stelle. Ein Abrutschen wäre nicht gut. So. Ja, was du da hinaufschaust, schau mal, wie es da felsig ist. Weißenkirchen Marktplatz 45 Minuten, ne? Da wirklich hinauf. Ja? Kreuzung Achleiten ist das da. Dürnstein Altstadt 5¼ Stunden, na bitte. Panoramaweg. Ich glaube auch kaum, dass da jetzt die große Nebelwegblasemaschine haben, damit es ein Panorama gibt. Jetzt wirklich ein bisschen an Sonne verdient, aber das nutzt alles nichts, das Jammer. Ja, solche Anblicke wie da auf Weißenkirchen, das hat schon was, selbst im Nebel mit dieser ganz tollen Felsformation da vorne. Da sind auch Seile, da sind Kletterer unterwegs, die haben sich auch eine schöne Route ausgesucht. So, Ausblicke kauft man sich immer wieder mit noch einem kleinen Gegenanstieg. Gell? Ja, wir kommen an unserem Ziel Weißenkirchen unaufhaltsam näher. Dauert gar nicht mehr lang. Riedachleiten, Welterbesteig, Panoramaweg Achleiten, Ortszentrum 30 Minuten. Das ist ja auch wirklich ein schönes Panorama, das darf man ja nicht sagen. Ne?
solcher Bilder wandert man den Welterbesteig nach. Aber es ist natürlich cool, wäre das Ganze jetzt bei Sonnenschein zu tun. Ja, die Leute wissen schon, wo wir verweilen, gell? Mhm. Ah, schön gemacht. Ortszentrum. 15 Minuten Welterbesteig, na bitte. Was drüben? Eben, da geht es ja nur in die Weingärten hinüber. Ne? Die sind äußerst attraktiv, aber sie sind von der Seite sicher viel attraktiver. Ortszentrum über den weiten Bergweg. Da war es ein schmaler Weg. Ne? Weißenkirchen ist jetzt da ganz hübsch mit total engen Gasserl. Der Blumenschmuck ist noch im Betrieb. Schau. Das wird sich aber wahrscheinlich im November dann irgendwann einmal bald einmal aufhören. Schau, da. Welterbe. Ja. Edge. Ja. Kirchensteig. Schau. Ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Die aufmerksamsten Zuschauer und euch werden vermutlich entdeckt haben, die Kirche von Weißenkirchen ist gar nicht weiß. Ja, eindrucksvoll ist sie schon, gell? Kommt da wieder hinaus, schau, in den Ort hinunter. Mhm. Was geht's da zu einer Konditorei? Welterbesteig, Welterbesteig. Schon. Ja, nicht von dem Schild täuschen lassen, das haben da bei der Kirche noch in Richtung des Bahnhofs hier ausführt. Das ist nur ein Zuweg. Offizielles Etappenende ist hier bei Weißenkirchen Marktplatz. Das war es jetzt von der zweiten Etappe von Welterbesteig Wachau. Ich bin froh, dabei und weiter geht es für euch hoffentlich auf der dritten Etappe. Und falls nicht, vielleicht sieht man sich mal bei einer anderen Tour. Seht ihr die Aussicht? Es hat sich ja nur benebelt. Stiege kommt von Steigen, oder? Weil wenn man die Stiege nicht stiege, dann waren wir ja nie oben. Ne? Da warst du mal ja sehr gut und hast das sozusagen ein bisschen verdrängt, dass du mal so gut warst und jetzt bist du wieder so gut. Man hat es auch schwer, gell, wenn man so gut ist, dass man damit umgeht, oder? Ja. Die Kirche von Spitz ist weißer als wie die Kirche von Weißenkirchen. Ja. Rote Tor ist gut besucht. Habt ihr schöne Aussicht?